Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Sanctuary Hills. Ja, und wir werden uns jetzt um das Problem mit den Versorgungsrouten hier kümmern. Das heißt, ich habe ein Problem damit, dass die Versorgungsrouten hier von Sanctuary Hills alle ausgehen. Und das heißt, wir werden nach Oberland Station und wahrscheinlich auch nach Grey Garden, um da schon mal zwei Versorgungsrouten hoffentlich kappen zu können. Und das machen wir. Wir machen das wieder so, wie wir das am Anfang hatten. Immer den kürzesten Weg zu der nächsten Siedlung. Da bauen wir Versorgungsrouten. Irgendwie kam ich mit dem System also besser klar. Ja. Das finde ich unübersichtlich jetzt. Für meinen Geschmack. Ich bin gespannt, was ihr zu der letzten Folge so geschrieben habt, so zu den in die Kommentare. Und ja, vielleicht mache ich das dann doch noch mal anders, aber jetzt geht's erstmal nach Grey Garden und dann nach Oberland Station. Nur wegen diesen Versorgungsrouten. Gar nicht schlecht, am Getränkeautomaten zu arbeiten. Was? Ja. Oh, ihr habt aber auch nicht viel. Da fällt mir aber ein, wenn wir schon mal unterwegs sind, dann gucken wir nach Tatos auch. Gerade in Grey Garden sollte es viele davon geben. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Und dann fasst du den Automaten an. Was macht denn das Brahmin da? Habt ihr das so abgerichtet, dass das, oder ist das stecken geblieben? Das steckt fest. Das arme Brahmin. Oh, jetzt hat es sich befreit. Okay. Ja? Nein, ist schon, alles ist gut. Grey Garden. Finden wir ein paar... Oh, wir wollten uns gar nicht ablenken lassen. Und jetzt kam ich schon wieder auf die Idee, finden wir vielleicht ein paar Raider hier. Naja, gucken kostet ja nichts. Aber nein, sonst hätten sie sich hier schon bemerkbar gemacht. Drumlin Diner, dann können wir ja mal was kaufen. Bei Trudy, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Wasser dabei. Gut, dass Curry dabei ist. Sonst wären wir ganz alleine hier. Und wir haben Hunger. Trudy! Hallo. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Von allem etwas. Es gab ja Zeiten, da haben wir die Plasma-Pistolen oder Gewehre immer gekauft.
Aber jetzt haben wir es mehr so auf Essen und so etwas abgesehen. Und auf Kleber. Aber das hatten wir auch noch nicht oft. Einen Klebstoffnotstand. Huhu, ja, das kriegen wir doch alles zurück. Dankeschön. Danke, dass du uns mit Trudy gehst. Ach, ja, guck an. Hi. Ich habe eine Menge Camps, nur für medizinischen Gebrauch. Zeig mal, was du so hast. Kenne deine Grenzen. Ja, wir nehmen die Kronkorken lieber. Danke für die Kronkorken. Oh. Wir sind total falsch angezogen. Als Bär müssen wir doch auch als Bär gehen. Da ist der Maskottchenkopf. Der springende Bär. Ah, Matratzen. Hallo. Hallo. Sprich mit Drath. Wer ist das? Ja, das ist das richtige Haus und man sieht, jetzt können wir... Ja, wen haben wir denn da? Möchtest du handeln, Schwester? Wer bist du? Wer bist du? Was machst du hier draußen? Ich heiße Drath. Mehr musst du nicht wissen. Und, willst du noch was kaufen? Ich habe nicht ewig Zeit. Kommt drauf an. Kommt drauf an, was du verkaufst. Waffen, Munition, du wirst schon was finden. Nachschlag gefällig? Können wir reden? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Fragen kostet nichts. Alles andere hat seinen Preis. Und? Willst du was? Na. Brauchst du eine neue Waffe oder Munition? Können wir reden? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Fragen kostet nichts. Alles andere hat seinen Preis. Und? Willst du was kaufen oder nicht? Handeln wir. Zeig mal, was du so hast. Guck dir das an. Wir können sogar investieren. Jo, das machen wir doch gleich mal. Auch wenn sie ein Gunner ist. Egal, die Kronkorken bekommen wir dann ja wieder irgendwann. Hoffentlich treffen wir sie auch wieder an hier. Kein gutes Geschäft, sie hat ja gar nichts. Okay. Geschäfte mit Gunnern hier. Boah, das sind vielleicht nur Söldner, die sie beschützen oder so. Ein weiterer Tag an deiner Seite. So funktioniert das. Ab und zu trifft man hier welche. Ja, wir sind dann mal wieder weg. Macht's gut und man sieht sich. Drath. Bekanntschaft mit Drath. 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 Ihr wisst schon, stand da ja gerade. Das war mal neu. Und am Grab ist ja ein Raider. Oh,
Ja, wir haben den Raider am Grab einmal abgemurkst und seitdem ist er nicht wiedergekommen. Maulwurfsratten nochmal gucken? Nö, brauchen wir jetzt nicht. Wow, was leuchtet denn da so hell? War das schon immer so hell? Und am Qualm und alles? Das ist mir noch nie aufgefallen. Hey, aber wir sind auch... Natürlich ist das nie aufgefallen. Wir sind nachts ja so gut wie nie rumgelaufen. Deswegen mit Sicherheit. Ja, am Tage ist es auch schöner rumzulaufen. Was? Nein, nein, schon gut. Wir gehen nur mal schlafen ein bisschen. Oha. Hast du gut geschlafen, Chef? Ja, ich, ja. Und du, Curry? Auch gut geschlafen? Was macht denn ihr mit den ganzen Tatos? Scheint wirklich was zu werden. Ich dachte schon, da wächst nichts mehr. Was? Wir sind zu schnell. Ja, Siedler von Grey Garden. Was? Wir müssen einmal gucken, dass wir euch hier die Versorgungsroute kappen. Was? Ich glaube nicht, dass wir hier schon ein Besucherverwaltungssystem hingebaut haben. Ich gehe mal davon aus, ihr habt sowas hier noch nicht. Elf Tatos, immerhin. So viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Hier beschwert sich aber niemand. Das sind nur Schlafsäcke und die sind nicht mal richtig in einem Haus drin. Das Haus ist ja gar nicht richtig fertig. Habt ihr Aluminium hier? 291, ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Da oben ist auch Energie. Ja, dann schauen wir uns die Versorgungsroute hier mal an. Zwei Karawanen.
Ja, und aus Arbeitsstelle entfernen. Wie viele? Alle beide. Wir wissen ja nicht, wer jetzt was macht hier. Ja, damit sind drei Leute jetzt zwar arbeitssuchend, aber die Verbindungsrouten sind erstmal gekappt. Sehr schön, das war der erste Streich. Schauen wir uns das mal auf der Karte an. Grey Garden hat keine Verbindung mehr. Sanctuary Hills, dafür nehmen wir noch vier hin. Dann ist der nächste Punkt also Oberland Station. Ja. Und wollen wir hier was einkaufen? Wollen wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir Wasser? Wo ist das Wasser? Ein bisschen, ja. Ach, ja. Ihr habt doch bestimmt nichts, oder? Hi. Doch? Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Oh, sie hat sogar was. Na, so viel Wasser haben wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Aber Jet müssten wir noch was haben. Ich habe so viele Daten über die Welt vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Hi, wie geht es dir? Hi, gut. Danke. Hey, ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar, ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Nun dachte ich erst daran, dass wir Jet Boost herstellen. Dann ist mir eingefallen, wir haben ja die Verbindungsrouten schon gekappt. Das bedeutet, dass wir hier gar nicht so viel Brennstoff in der Werkstatt haben. Also verkaufen wir vielleicht so ein bisschen Jet. An unsere Siedler. Das ist aber nicht so schön. Der Mausakku. Das passt ja. Mouth-Akku gewechselt und weiter geht's. So, keine Dummheiten machen mit dem Jet, bitte. Ich fühle mich wunderbar erholt. Wir gehen nur so oft schlafen, Curry, damit du uns immer begrüßt morgens. Das ist immer so schön. Oh nein, na, wo ist unser Bär? Oberland Station, wir sind bald da. Nicht schlecht. Die Siedlung wird nicht angegriffen, obwohl wir uns ihr nähern. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Swings, die mich ausspionieren wollen. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag. Aber keine Sorge. Ach.
Das Verwaltungssystem. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Das Bewohner, ups, Verwaltungssystem. Oh, das können wir doch erstmal hier hinstellen. Na, warum ist das schon wieder so komisch hier? Da geht's. Das kommt doch sowieso, das geht doch nicht. Das geht doch sowieso nicht durchs Dach durch oben. Oder? Wie kommt man denn bei euch aufs Dach? Was haben wir denn hier gebaut? Ist auch schon eine Weile her, aber irgendwie kommt man aufs Dach hier bei euch. Hm. Ja, von hier aus wohl nicht. Ach, hier. Ja, das hat dann schon mal nichts gebracht hier. Das da. Auch hier haben wir noch genug Aluminium. Ja, schade. Ich dachte, das wäre jetzt einfacher zu lösen hier. Aber so geht's ja auch. Und dann sieht's auch ordentlich aus. Lasergeschützturm oder Schrotflintengeschützturm? Och, nehmen wir mal so einen Schrotflintengeschützturm. Und einen Scheinwerfer hier hin. Passt das nicht? Warum nicht? Na also.
4 Karawanen führen hierhin? Ja, das ist ja sowieso zu viel. Aus. Nun, wollen wir sie gleich irgendwo zuweisen? Ich glaube, da ist doch kaum mehr Platz frei, oder? Verteidigung zuweisen? Nein, dann müssen wir die nachher suchen. Ist ganz gut, wenn die arbeitsfrei dann erstmal sind. Arbeitsfrei, ja. Alle 4. 4 führen hierhin? Das wundert mich jetzt echt, das sah gar nicht danach aus. 2, dachte ich. 2 Versorger, das wäre ja schon in Ordnung gewesen. Ja, 6 Leute ohne Beschäftigung. Da ist aber immer noch ein Versorger. Aber der kommt dann von Sunshine Tidings. Aber das ist okay. Ja, und wir haben eine Versorgungsroute weniger nach Sanctuary Hills. Das gefällt mir, das ist gut. Oh, Moment. Wo geht's dann hin als nächstes? Naja, beinahe nach Sunshine Tidings. Da führen ja auch 2 Versorgungsrouten irgendwo anders hin. Aber kümmern wir uns erstmal hier um Sanctuary Hills. Das heißt, wir werden erstmal zur Dunkelwasserbaustelle und wahrscheinlich dann nach Jamaica Plain oder umgekehrt. Erst nach Jamaica Plain, dann zur Dunkelwasserbaustelle. Was ist hier mit? Hangman's Alley. Nein, dann erstmal nach Hangman's Alley natürlich. Ja, so wird's gemacht. Hangman's Alley ist der nächste Halt. Gucken wir mal, was unser UFO macht. Es brennt noch. Das sieht ziemlich schnell aus. Naja, jetzt sieht es erstmal ziemlich abgestürzt aus, aber als es noch flog, da war es mit Sicherheit schnell. Das hat hier gerade so geruckelt. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas passiert in der Nähe. Dabei fällt mir ein, jetzt haben wir in Oberland Station gar nicht geguckt. Nach den Tatos. Dann gucken wir hier mal. Aufbereitetes Wasser. Keine Tatos hier. Und nur sehr wenig Krankheit planen wollte. Scheint wirklich was zu werden. Kaum sind wir da, fangen sie alle fröhlich an zu sprechen hier. Habt ihr denn keine Tatos? Ihr habt sehr viele Tatos sogar. Wir nehmen mal eure Tatos. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Dann braucht ihr nicht mehr. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Nein, in der Tat. Vorsicht, das hier ist übles Gelände. Okay. Genau. Bekommen wir so etwas hier überhaupt hingestellt irgendwo? Hm.
Da müssen wir wohl anders Strom hereinbekommen. Ach, da ist ja Strom direkt vor der Tür. Dann brauchen wir doch diesen Besucher, dieses Besucherverwaltungssystem nur hier so hinzustellen. Und dann sollte es doch schon klappen. Direkt neben dem Bett. Beschäftigungsübersicht. Zwei Karawanen. Und aus Arbeitsstelle entfernen. Alle beide. Na, auch das wird doch wohl geklappt haben jetzt. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Oh ja, da brauchen wir nur noch zwei. Und dann können wir noch zur Sunshine Tidings und da können wir auch eine abreißen, eine Route. Und hier sieht mir auch irgendwie irgendwas doppelt aus. In Good Warwick. Aber Moment mal. Spectacle Island ebenfalls. Wie kommt das denn? Naja, erstmal nach Jamaica Plain. Ich glaube, die Burg, da sind auch viel zu viele Versorger, die da hin und her laufen immer. Spectacle Island, das kann daher kommen, wir hatten, als wir damals zum ersten Mal eine Versorgungsroute bauen wollten, da hat das nie geklappt. Und dann wird es immer und immer und immer wieder versucht. Bis wir dann unseren Versorger in so einen Chemikalienschutzanzug gesteckt haben, dann hat es auf einmal geklappt. Ja, Jamaica Plain, das ist aber noch ein Stück dahin. Immer das Gleiche. Kennst du die Farm, die von Gulen bestellt wird? Ja, Wahnsinn, der ist Lok. Oder? Richtig. Guten Morgen, Schatz. Guten Wenn Morgen. Wenn ich einen Hinterhalt planen wollte... Ja. Ja, tut mir leid, Nick. Wir sind schon weg. Wir waren so schnell... Mit unserem Bärenkostüm. Moment, wie viel Wasser haben wir denn? Lohnt sich das hier einzukehren? Überhaupt nicht. Jet Boost. In Jamaica Plain werden wir mal sehen. Ja, wenn wir dran denken gleich. Was ist das? Na, da haben wir doch noch nie nachgeguckt hier. Dankeschön. Schreibtisch. Hier waren wir auch noch nicht drin. Aber Curie, das können wir alles immer noch mal gucken. Wir wollten ja sowieso noch mal jeden Stein umdrehen hier. Hier könnten wir Blähfliegen finden. Ach, komm schon. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Wir nehmen unsere Machete dafür. Oh, ich glaube, ich kann nicht mal dran gedacht, dass sowas auch hier ist. Ja, Curie, schießt du wirklich jetzt? Was wird das sein? Oh nein. Jetzt darfst du. Jemand ist in der Feind wurde entdeckt. Nein. Hast du den erwischt, Curie?
Ja, scheinbar schon. Die Mini-Atombombe nehmen wir mal mit. Supermutantenfüße. Du brauchst unbedingt mehr Munition dafür. Das steht dir ganz gut, das Ding, aber das ist doch sehr gefährlich, oder? Yeah! Schnell ziehbar! Kampfmesser. Kostet 25% weniger Aktionspunkte, aktuelle Mods, keine Verbesserung, Schaden 313, Geschwindigkeit schnell, Gewicht 1, Wert 125. Bevor sich das jemand anders krallt, nehmen wir das mal mit. Ja, Curie. Der andere Supermutant findet uns nicht. Der hat uns schon vergessen. Supermutantenhirn ist grün. Grün ist die Farbe des Vergessens. Seit wann? Supermutanten haben keine Ahnung von Farbenlehre. Wo ist denn der Gegner? Raider, Raider. Wir wollen gar keine Raider, wir wollen nach Jamaica Plain. Das ist unser Plan. Zum Glück regnet es nicht. Da gibt's hier noch Farne. Ich hätte es kaum geglaubt. Mutierte Farne. Jetzt wollte ich Farne sagen. Gibt es das überhaupt, das Wort Farne? Ein Pfarn. Oh, wer steht da? Freund oder Feind? Raider. Oh, wir machen mal nur aus Spaß jetzt mal da drauf. Sitzt da auch noch einer? Oh, da haben wir jetzt gar nichts von. Wir laufen doch da jetzt nicht hin, um die Sachen zu holen. Naja, wir haben nicht nichts davon, denn wir haben immerhin, haben wir 3 Raider weniger hier rumrennen. Mutierter Farn, schon wieder. Wasser aus dem Vault 88. Wenn wir schon mal in Jamaica Plain sind, sollten wir uns das nicht entgehen lassen. Was für ein Schrott. Oh, schöne Brücke. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Warum können wir hier nichts einsammeln von dem? Ach so. Du sollst die Strahlung um jeden Preis meiden. Sie könnte irreparablen Schaden anrichten. Du hast ja recht. Oh. Schöne Brücke. Oh, Supermutanten da drüben? Na. Ach, mit denen zanken wir uns jetzt nicht. Zeig mir so viele heimische Lebensformen wie möglich, damit ich sie scannen kann. Red-Hirsche, Curie. Wir gehen lieber zum Vault 88 holen, ein bisschen Wasser ab und dann geht's weiter nach Jamaica Plain.
Kaufhaus Valence? Was das? Ach, wir kommen von einer ganz anderen Seite diesmal. Das ist jetzt... nichts gewesen. Ja, wir sind doch verkleidet als Bär. Also die werden uns überhaupt nicht... Die werden uns gar nicht erkennen. Die denken, was läuft da für ein komischer Bär? Und wer hat den Bären in diese Jacke gesteckt? Vault 88. Hier könnte es übrigens auch Tatos geben. Oh, so viel Wasser ist das jetzt aber auch nicht. Nein, da müssten wir bis zum Vault, also bis zu dem Ort, wo die Tatos wachsen, müssten wir dann vordringen. Ja, das ist ziemlich weit von hier aus. Da wollen wir jetzt nicht hin. Dann gehen wir lieber schlafen und dann geht's nach Jamaica Plain. Ja. Na, guck an, hier waren früher auch immer Mischlinge, wilde Hunde und so. Die sind auch schon richtig lange nicht mehr da. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Wir sind gerade... Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Wir sind gerade erst angekommen. Wir wissen noch gar nicht so richtig, was bei euch los ist. Hier. Nein. Ich dachte, die Leuchtpistole wäre vielleicht hier abgeblieben. Oh, die könnte jetzt überall sein. Vielleicht hat sich die sogar irgendein Siedler geschnappt. Curry. Du nicht, ich weiß. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Wo haben wir denn überall Energie? Hier, in diesem Haus? Da können wir nichts reinstellen. An dem Haus... Auch in dem Haus? Na, so ganz in der Nähe schon. Also wenn wir es schaffen, hier irgendwie so eine Wanddurchführung durchzubohren. Dann haben wir hier gleich Energie.
Ja, dann schauen wir, dass wir hier auch noch die Versorgungsrouten mal auflösen. Karawanen. 2 haben wir. 5 Arbeitslose. Und aus Arbeitsstelle entfernen schon haben wir 7 Arbeitslose. Das sieht doch ganz gut aus. Und ein kleiner Kontrollblick auf unsere Karte sagt uns... Ja, so sieht das doch gut aus. Dann müssen wir nur noch zur Dunkelwasserbaustelle. Und ja, dann haben wir das Chaos da oben schon mal entwirrt. Mit Sanctuary Hills. Dann ist das eindeutig, dass wir noch nach Sunshine Tidings müssen. Ja, und hier das Dreieck. Das ist auch noch etwas seltsam. Aber der nächste Halt ist... Dunkelwasserbaustelle. Und diesmal gehen wir etwas weiter am Heidepark vorbei. Sonst kommen gleich wieder unsere Siedler und greifen dort ein. An. Na, hoffentlich gibt's hier keine Raider. Oh, Curie, du hast ja gar nichts gesagt. Geht's dir nicht gut? Supermutanten dürften eigentlich nicht hier sein. Wir waren vor kurzem erst hier. Keine Supermutanten. Ja, diese Dunkelwasserbaustelle braucht unbedingt mehr Beleuchtung. Ach, wir kriegen das schon mit. Immer wenn wir in der Nähe sind, greift gerade eine Meierwurf-Königin an. Die hat keine Chance gegen die Raketenwerfer-Geschütztürme. Oh, die richtet aber auch gut Schaden an hier. Na, viel Wasser haben sie auch nicht. Und 0 Tatos. Aha, ich verstehe. Ja, in Jamaica Plain wollten wir das machen. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Wow.
wie das mit dem Jetboost aussieht. Ja, das geht doch. Da können wir ein paar herstellen. Eichhörnchenbissen. Ach, ich dachte, das wäre Eichhörnchen am Stiel, was wir da essen. Ich wusste ja nicht, dass wir so viele Eichhörnchenbissen haben, hatten. Jetzt haben wir nicht mehr viel. Ja, Eichhörnchen-Eintopf. Gut. Und Jetboost zum Verkaufen stellen wir her. Ja, das mit dem Brennstoff geht hier ganz schön runter, wie man sieht. Oh. Kein Brennstoff mehr. Aber es hat sich doch gelohnt. Scheint wirklich was zu werden. Und aus dem Augenwinkel heraus habe ich gesehen, ihr habt sehr wohl Tätos hier. Scheinbar erntet niemand. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Scheinbar erntet niemand Tätos. Was? Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ja? Ja? Hi, wie geht es dir? Müsst ihr euch dann immer die engste Stelle suchen, wo ihr euch versammelt? Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist es. Manchmal glaube ich, die haben was zu verheimlichen, bevor wir reinkommen. Warum ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Stellen sie sich alle da vorne vor, damit wir nicht sehen, was hier drin passiert. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Mhm. So, so. Ja, Roboter also. Das bringt mich auf die Idee. Wir wollen doch hier so einen Besucher-Terminal auf... Besucher-Verwaltungssystem-Terminal auf. Köstlich. Kommt hier noch jemand vorbei? Ja. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ich glaube das auch. Wo sind eure Karawanen? Nanu? Wie kommt das denn jetzt? Ihr habt überhaupt gar keine Karawane hier, was? Also ich sehe gerade keine. Warum kommen wir dann hierher? Da gibt's nichts als Ärger. Was ist denn hier los? Doch, da ist doch eine. Na gut, dann wird die Karawane wahrscheinlich... Ja, von Grey Garden kann nicht sein, da waren wir schon.
Normalerweise haben wir auch in Sanctuary Hills alles abgebrochen. Das kann also auch nicht sein. Aber ich denke mal, sie kommt dann aus Sanctuary Hills. Somerville Place ist schon abgeschnitten. Das mit dem Vault ist in Ordnung. Gut, Warwick. Da sind noch drei Karawanenleute, die dorthin kommen. Ach komm, wir schlafen erstmal eine Runde. Nein, du nicht. Nein. Curie meinte ich. Ich fühle mich wunderbar. Ich sehe schon, wir müssen uns mal richtig ausschlafen. Guten Morgen, Schatz. Oh, guten Morgen, Curie. Oh ja. Und trinken ist wichtig. Ja, du suchst hoffentlich keinen Ärger. Nein. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Das ist hier auch alles so ein bisschen ungünstig aufgebaut. Ein einfaches Leben ist das nicht. Das müssen wir noch mal ändern. Und wenn wir die Versorgungsroute nach Spectacle Island abbrechen, die bekommen wir wahrscheinlich nie wieder gelegt. Da wird sich so schnell keiner mehr drum kümmern. Aber den Versorger werden wir immer wieder erkennen. Der Bär im Sumpf. Der Sumpfbär. Soll ich etwas für dich tragen? Nein, nein. Alles ist gut, Curie. Am Peabody's Haus, da wollen wir auch nicht vorbei. Wahrscheinlich zanken die sich wieder mit Gunnern oder so. Billy! Billy redet nicht mit uns. Was ist mit Billy? Billy ist ein Geist. Was ist los, Billy? Billy! Wer schießt? Curie schießt? Das war dann aber ihr... Ach, da! Oh, das ist ein... Der ist gefährlich. Und wie? Jetzt sieht man das erstmal, wie gefährlich die sind. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit ist nahe Null. Ich hätte es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Ich sollte den Körper eines Ghouls einmal vollständig untersuchen. Ich bin sicher, dass diese Daten sehr interessant wären. Dann mach das. Da liegt er. Da drüben war noch einer, oder? Jetzt brauchen wir neue Munition für unsere 10 mm. Na, wir werden sie schon finden. Munition für die 10 mm Pistole, meine ich. Gut, Warwick. Wie kommt es, dass drei Versorger dorthin laufen? Eine Blähfliege. Es gibt hier mehr Blähfliegen. Oh nein.
die hauen ab. Ja, Krempfzahn mögen sie nicht. Das mit der Mine war jetzt aber nicht so witzig. Aber klar, die Fliegen, die lösen keine Mine aus. Warum auch? Die fliegen ja drüber weg. Die flüchten. Curie. Super. Ja, ich glaube auch, du hast sie... Oh, hier liegt noch einer. Ja, das ist... Der ist nicht... Der ist an Fischvergiftung gestorben. Also, der war schon vorher tot. Der hat den Knall gar nicht mehr mitbekommen. Na, treff doch. Curie war schlauer als wir. Sie ist schneller gesprungen. Ja, wir sind ja auch der Bär. Ja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber... Hm. So haben wir wieder ein bisschen nukleares Material doch bestimmt. Na, finden wir diesen Vampirblutkäfer auch noch? Das Viech ist über alle Berge. Ha, wahrscheinlich wurde es erledigt jetzt hier in der Siedlung. Na, habt ihr denn schön Wasser für uns gesammelt? Eine Machete? Das ist auch gut. Das ist ja nicht viel, ich kann was? Nicht bei Bedarf zusammenflicken. Nein. Was? Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alles. Scheint wirklich was zu werden. Na, so gut. Ich glaube das nicht. Und was habe ich da gehört? Abwechselnd schlafen? Ja, sag einmal, wir haben so viele Betten hier aufgebaut. Und zwar richtige Betten. Ihr wart mit einer der ersten Siedlungen, die vernünftige Betten bekommen haben. Und was ist hier? Da haben wir einen Versorger, der sich hier versteckt in der Mutterbeerenpflanze. Ja, 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 ich weiß schon. Ja? Das ist keine Absicht von euch. Ja? Da drin ist keine Energie. Moment, wie dick sind die Wände hier? Ziemlich dick, oder? Na, man muss es ja versuchen. Ja, es scheint zu klappen. Durchkommen wir. Nur, ob das an der... Ups. Ob das an der anderen Seite dann auch rauskommt. Yep. Ja, wunderbar. Ja, wo hätten wir den denn gerne stehen? Hier. Hier ist doch schön.
Ja. Da fehlt noch was. Hast du gut geschlafen, Schatz? Zu kurz, aber gut, ja. Aha. Energie? Energie. Zu wenig Energie hier, ich sehe das schon. Na, okay. Wir versuchen das mal hier oben hinzustellen. Das stört es doch niemanden, oder? So, ein Gerät stellen wir mal hier oben drauf. Oh nein. Wir haben ja das Akrobaten-Rüstungsteile ausgezogen. So, Beschäftigungsübersicht. Wie sieht's jetzt aus? Ich habe da sowas wie 3 Versorger hier gesehen. Nein, eine Karawanenwache. Naja, die zieht von hier los. Das wird die Karawane sein, die rüberreist zur Insel. Aber um das herauszufinden, müssen wir die von der Arbeitsstelle entfernen ganz erstmal. Gut, und hier sind sogar alle beschäftigt. 6 Barkeeper haben wir, 6 Wachen, das ist gut, und 6 Farmer, 5 Ärzte. Ja, das müsste ein leichtes sein, dann also hier eine gute Moral hinzubekommen. Wo haben wir denn die Moral? Curry, komm, nach Spectacle Island geht's dann auch gleich noch. Betten habt ihr genug. Ja, auf nach Spectacle Island. Sollen wir noch mal schlafen? Ach, ja, ja. Ja, und an deiner auch, Curry. Kommst du mit? Der Seebär. Oh, der Bärendelfin. Der Delfinbär. Ach, ich mag das. So ein hübscher Bärenkopf. Wunderhübsch. Erstmal gucken wir, was für Wasser habt ihr denn hier? Wasser. Kronkorken, nicht so viele. Sie werden angegriffen, was? Zumindest hört es sich so an. Halte. Oh nein. Ja, warum rennt eure Siedlerin da auch rein? Ich verstehe es gar nicht. Wir waren es nicht. Die lag schon. Vorher.
Die wollte nicht mehr. Siehste, wären wir das gewesen, hätten sie uns alle angegriffen. Was? Greifst du uns an? Nein. Das funktioniert hier nicht gut mit euren komischen Signalen gegen Myolux. Ja? Ja? Ach, habt ihr noch Wasser hier drin? Ich weiß, wir haben da drüben schon geguckt, aber ich habe in den Kommentaren gelesen, dass die Insel 3 geteilt ist, aber vielleicht nicht beim Wasser einsammeln. Damit sind wohl eher, ist wohl eher die Bettensituation und so gemeint. Nanu? Ach was. Ich hätte schwören können, dass wir hier schon so ein... Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe. Ja, dass wir hier schon so ein Terminal aufgebaut haben, dachte ich. Dann halt nicht. Ich war ganz sicher, dass wir so etwas hier schon aufgebaut hätten. Habt ihr Licht hier drin? Wo kommt das Licht her eigentlich? Ach da! Ist zwar eine kleine Lampe. Na gut, etwas mehr Licht, was? Ist doch okay. Ach so. Ach so, Moment mal. Ich wollte erstmal gucken, wie das überhaupt aussieht mit unserer Route hier. Ich vermute mal, dass wir genau diese Versorgungsroute jetzt abgebrochen haben. Genau. Ja, und da kommen nach Good Warwick kommen immer noch zwei. Also von der Burg wahrscheinlich und von Bunker Hill einer. Nein, 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 so darf das nicht sein. Du warst nicht da, beim Switchboard. Eines Tages wird das Institut uns alle töten, ich sag es dir. Vielleicht war ich aber doch da. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Oh, denk mal drüber nach. Wachen, Karawanen, eine. Aus Arbeitsstelle entfernen, eine. Beschäftigungsübersicht. Ein einziger Arbeitssuchender, wo die Wachen, 6 Wachen, Barkeeper. Und wo sind die Farmer? 6 Farmer nur? Für so eine große Fläche? Na gut. Ja, dann, liebe Welt, denke ich, wir schaffen es weiter nicht. In dieser Folge, in der nächsten, wird es weitergehen. Du warst nicht da, beim Switchboard. Eines Tages wird das Institut uns alle töten, ich sag es dir. Er hat nicht nachgedacht. Nein, das hat er nicht. Ja, in der nächsten Folge werden wir weiter hier nach unserem komischen System gucken, das überhaupt gar kein System war. Hier sind noch 2. Das muss nicht sein. Aber wir haben das schon einigermaßen wieder im Griff. Bald. Da müssen wir natürlich neue Versorgungsrouten machen, aber das können wir ja schön nach und nach dann machen. Auch zur Finch Farm hier. Das ist auch keine gute Versorgungsroute von der Red Rocket Raststätte.
So, immer die kürzesten. Das hier ist gut. Das Versteck des Mechanist und County Crossing. Das ist beides in der Nähe. Das ist sehr gut. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten die Burg auflösen. Die Versorgungsrouten. In der nächsten Folge. Da sind wir. Irgendwie ist das durcheinander geraten. Es kann aber auch sein, dass wir manche Siedlungen erst später entdeckt haben. Bunker Hill zum Beispiel. Naja gut, dann wird es nochmal irgendwie anders aussehen. Ja, schade. Ein Versorger, der dürfte eigentlich gar nicht mehr sein. Diese Versorgungsroute hier nach Dunkelwasserbaustelle, das dürfte nicht sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.